So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming, eurem PES-Experten. Wir haben ja schon einiges an Content zu PES 2021 da. Entsprechende Links zu den Playlists dann auch unter dem Testvideo hier. So, ich möchte mit euch heute PES 2021 testen und möchte als wohl wichtigste Frage dieses Jahr beantworten: Lohnt sich der Kauf für Besitzer von PES 2020? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? PES 2021 ist als Standalone-Update seit dem 15.09.2020 erhältlich. Konami hat ganz klar kommuniziert, dass es gameplaymäßig keine Änderungen gibt, sondern nur einige inhaltliche Änderungen in Form von aktualisierten Teams, Lizenzen und natürlich dann frischem Content, vor allem in dem My Club-Modus, der ähnlich dem FIFA Ultimate Team-Modus funktioniert. So, was habt ihr denn hier alles an Möglichkeiten? Ihr könnt ganz normale Freundschaftsspiele hier machen. Ihr könnt in zahlreichen Online-Events hier antreten. Ihr habt hier diverse Statistiken, Einstellungsmöglichkeiten. Aber das Herzstück von PES 2021, das ist der My Club-Modus, den ich ganz kurz mal vorstellen möchte, beziehungsweise mal anreißen möchte. Denn dafür reicht die Zeit hier an sich nicht. Ähnlich dem FIFA Ultimate Team Modus habt ihr hier im Prinzip erstmal eine, ja, ich sag jetzt mal, Grundmannschaft, die ihr dann mit Spielern entsprechend ergänzen könnt. Jeden Donnerstag kommt hier frischer Content von Konami neu dazu. Das heißt, ihr habt jeden Donnerstag neue Herausforderungen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Das möchte ich euch mal zeigen. Diese sind heute ganz frisch am 16. beziehungsweise heute ist der 17.09. Entschuldigung, dazugekommen. Da haben wir hier Matchday. Da könnt ihr diverse Online-Events machen und kriegt dann entsprechende Belohnung. Das sieht man dann tiefer in den Spielen, wenn man sie dann anklickt. Hier habt ihr Online-Herausforderungen und ihr habt ja auch Offline-Herausforderungen. Das funktioniert also auch, dass ihr nicht immer zwingend online spielen müsst, um in diesem Modus einen Fortschritt zu erzielen. Das finde ich schon mal ganz gut. Dann habt ihr die ganz klassischen Ranglisten-Matches gegen andere Spieler. Da geht es einfach um die Gaming-Points. Die seht ihr oben rechts. Das sind die blauen und dann habt ihr noch My Club Münzen, das ist die hochwertigere Währung. Das ist im Prinzip dann analog den FIFA Ultimate Team Points, die ihr dann gegen Geld erwerben könnt. Ich habe deren 3000 als Vorbesteller-Boni gehabt und das ist eigentlich schon eine ganz ordentliche Summe an My Club Punkten bzw. Coins. Damit könnt ihr drinnen im Spiel schon ein bisschen was anfangen, um euer Spiel entsprechend zu verbessern. So, ihr habt hier dann ganz normal das Kadermanagement, die Clubmitglieder und Training. Dann habt ihr hier die ganzen Verträge. Hier könnt ihr zum Beispiel mal gucken, ob ihr einen Leihspieler verpflichten möchtet. Ich kann jetzt hier einfach mal durchgehen und sage mal ganz spontan, ja. Wir nehmen jetzt hier beispielsweise den Rabiot mit My Club Münzen, ihn zu holen für 10 Spiele. Da wäre ich ja schön blöd auf gut Deutsch. Das mache ich natürlich nicht. Und wie gesagt, der Spieler ist dann für 10 Spiele bei mir im Kader und gibt mir natürlich gerade im zentralen Mittelfeld, wo es bei mir aktuell, ich habe ja den Modus gerade begonnen, noch echt ein bisschen fehlt, gibt er ihm da ein bisschen mehr Tiefe. Everton werde ich genauso nehmen, den verpflichten wir auch mal gleich mit. Natürlich mit Gaming Points, davon habe ich genug, das ist also kein Problem. Und diese Spieler werden mir dann auf jeden Fall im Mittelfeld und im Angriff soweit auch helfen. So sieht das Ganze dann entsprechend aus. So könnt ihr den Modus immer weiter, ihr könnt die Spieler aufleveln und so weiter und so fort. Ich werde in den nächsten Tagen auch noch ein spezielles My Club Tutorial für Neueinsteiger rausbringen. Das heißt, in diesem Video werde ich den Modus besonders beleuchten und euch hier und da ein paar vielleicht auch nützliche Tipps, wie gesagt, in erster Linie für Neueinsteiger mal mit an die Hand geben, wie was funktioniert und worauf ihr achten müsst. So, das war kurz mal dieser Modus angerissen. Also das ist im Prinzip das Herzstück von PES 2021. Und ansonsten kommen wir hier noch zum Meisterliga-Modus. Hier könnt ihr eine Legende werden. Das ist im Prinzip ein Karrieremodus, in dem ihr einen Spieler auf einer festen Position verfolgt und mit ihm eine Karriere spielt. Und
ihn seht ihr immer auch auf dem Feld aus dieser Ego-Perspektive, wenn ihr das denn wollt. Ich glaube, der Modus wird jetzt nicht so oft gespielt. Neben MyClub-Modus ist der Meisterliga-Modus noch interessant. Hier steigen wir mal ganz kurz ein, damit ihr einfach mal die Maske seht, worum es hier geht. Das ist im Prinzip ein Saisonmodus, der mit Transfers und so weiter und so fort gekoppelt ist. Ich habe mich jetzt diese Saison zum Beispiel hier für den FC Chelsea entschieden, die das Auftaktspiel, wie ihr ganz unten links seht, mit 1:0 gewonnen haben. Das ist übrigens auch ein Let's Play-Format auf unserem Kanal und da könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Wie gesagt, die Playlist unter diesem Test dann entsprechend auch verlinkt. Ansonsten, was gibt es noch hier Schönes zu sagen? Ihr habt hier Teammanagement, ihr müsst auf Gehälter achten und Einnahmen, Ausgaben. Ihr könnt also keine Transfers tätigen, die über euer Budget gehen und so weiter und so fort. Ihr habt hier ein interaktives Trainerbüro mit Nachrichten, mit Trainerkarriere. Vielleicht kriegt der Trainer auch mal ein Angebot von der Nationalmannschaft und. Ein sehr umfangreicher Modus, der auf jeden Fall Spaß macht und von mir auch die Empfehlung bekommt. Zu guter Letzt werde ich jetzt hier einfach mal, während ich meine letzten Gedanken zum Spiel äußere, mal ganz kurz eine Partie für euch anmachen. Und damit ihr jetzt einfach mal ein bisschen Gameplay seht und ich möchte jetzt abschließend mit euch, bevor ich auch ein Urteil über das Spiel von 1 bis 10 fälle, möchte ich dann euch auch kurz argumentativ dann meine Meinung erzählen. Lohnt sich der Kauf? Wenn ja, für wen? Und lohnt sich der Kauf, wenn man den Vorgänger hat und so weiter und so fort. Ich will dazu ganz kurz mal hier die Live-Aktualisierung machen wir mal aus, weil nur so komme ich an die gepatchten Daten ran. Übrigens auch zum PES Universe Patch und wie man den Patch installiert auf der PlayStation 4. Auch da gibt es bereits Videos auf unserem Kanal. Ich nehme mal ganz kurz das Bundesliga-Auftaktspiel hier, dass wir das einmal ganz kurz sehen. Ich möchte euch da ganz kurz mal die Präsentation einer Partie so mal zeigen. Wir gehen jetzt hier gar nicht weiter auf die Einstellung ein, sondern starten das Ganze. Und für wen lohnt sich das Spiel? Also, es werden sich sicherlich viele den Test anschauen, die den Vorgänger haben. Ich beantworte das mal wie folgt. Gameplay-mäßig ist das Spiel ja im Prinzip PES 2020 mit einigen neuen MyClub-Inhalten, die natürlich kadermäßig und so weiter und so fort an die jetzt neue Saison im europäischen Fußball, so möchte ich es mal nennen, angepasst worden sind. Und Meisterliga ist genau das gleiche wie letztes Jahr. Also ich habe sie ja auch schon begonnen. Ich spiele sie sehr gerne, aber inhaltlich ist sie auch jetzt nicht aufgefrischt worden. Aber man muss fairerweise bei dem ganzen Fakt sagen, Konami hat das ganz klar kommuniziert, dass es keine Gameplay-Veränderung gibt, weil man dort den Fokus auf Next Gen und dann PES 2022 legt, was dann hoffentlich dann auch im Herbst 2021 für die dann neuen Konsolen auf den Markt kommt. Das finde ich in Ordnung. Wenn man das so entschieden hat, dann ist das okay. Sie verkaufen dieses Update auch nicht zum Vollpreis, sondern dies gibt es für um die 30 € bereits zu kaufen, also ein fairer Preis. Für wen lohnt sich das Ganze? Ich finde, wer MyClub sehr, sehr gerne spielt und mit neuen Inhalten auch diese Saison bis zum nächsten Jahr spielen will, dazu gehöre ich beispielsweise auch, für den lohnt sich der Kauf definitiv. Wer die Meisterliga spielen will, ob er die in PES 2020 weiterspielt oder neu spielt mit aktualisierten Kadern oder hier, macht inhaltlich keinen Sinn. Also im Grunde genommen ist ein Kauf aus meiner persönlichen Sicht nur für Leute sinnvoll, die A, sowieso Neueinsteiger sind und vielleicht auch mal von FIFA weg wollen oder die jetzt mal unabhängig von FIFA Neueinsteiger sind, ein sehr, sehr gutes Fußballspiel wollen. Viel Spaß damit, kauft es euch bitte für 30 €, könnt ihr kaum ein besseres Gameplay vor allem als Produkt bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, das Lizenzthema, das lässt sich mit einem Patch beheben, auch da ja entsprechend Videos auf unserem Kanal. Also, im Endeffekt lohnt es sich für mich
persönlich nur für Leute, die den Vorgänger haben und mal Club spielen, weil das einfach online auch neue, frische Inhalte zur neuen Saison sind. Wer jetzt wirklich ab und an mal eine geile Partie Fußball zockt, während wir hier ein schönes Tor von Lewandowski sehen, wer also mit einem Freund ab und an mal offline zockt und das Online-Spiel gerade im MyClub-Modus nicht zwingend benötigt, ganz ehrlich, der ist auch mit dem Vorgänger bestens bedient, unabhängig davon. Natürlich sind 30 Euro nicht die Welt für dieses Spiel, aber die 30 Euro könnt ihr euch dann sparen. Da reicht auch der Vorgänger mit aktualisierten Kadern. Stellt euch einen Kasten Bier in die Mitte und habt ab und an mal Spaß. Da ist PES 2020 genauso gut. Ansonsten klare Kaufempfehlung. Wer mal MyClub gerne wieder mit neuen, frischen Inhalten spielt, der macht hier mit einer Investition von 30 Euro definitiv auch nichts falsch. Ansonsten findet ihr jede Menge an Content zu PES 2021 auf unserem Kanal in Form von MyClub, von Meisterliga und natürlich mit Tipps und Tricks, Tutorials, Installationsvideos zur PlayStation 4 Version, wie man da ein Patch installiert. Wir supporten außerdem den PES Universe Patch komplett, was genau das ist, wo ihr den findet und so weiter und so fort. Alles das in Form von Videos auf unserem Kanal bereits zu finden. Ansonsten seht ihr es hier, ihr habt es ja vielleicht gar nicht drauf geachtet. Gerade die lizenzierten Teams, so wie der FC Bayern, also da gibt es schon auch original Fangesänge so ein bisschen und vor allem ja auch Fanlieder, wenn sie jetzt ins Spiel reinkommen. Das ist eigentlich ganz stimmungsvoll. Der Kommentar passt aus meiner Sicht auch, da ich aber immer kommentierte Let's Plays mache oder beziehungsweise Gameplay-Videos überhaupt, habe ich den Kommentar hier gänzlich ausgeschaltet. Er ist aber völlig in Ordnung und kann auch in verschiedenen Sprachen eingestellt werden. Das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, die ich euch jetzt mal in PES 2021 in meinem Test mitteilen wollte. So möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Und ja, wie gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich dem Spiel weiterhin, wie auch dem Vorgänger, 9 Punkte, denn die Kritik, die es am Vorgänger gab, die sich natürlich dann jetzt hier mit rüberträgt, was Lizenzen angeht und so weiter und so fort, das brauche ich jetzt nicht nochmal groß neu kritisieren, denn wie gesagt, es ist ja von Konami klar kommuniziert worden. Wie gesagt, gameplaymäßig immer noch das beste Fußballspiel für mich mit Abstand am Markt. Aber auch hier ist das Spiel technisch bereits an seinen Grenzen angekommen. Das geht anderen Spielserien wie zum Beispiel NBA 2K oder auch Madden ganz genauso. Da ist kein großer Sprung inhaltlich und auch gameplaymäßig mehr möglich. Wird Zeit, dass die neue Konsolengeneration kommt. Also wie gesagt, mein Fazit habt ihr jetzt gehört zum Spiel und ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat der Test Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Gameplay hier gezeigt habe, aber das habe ich in Form von vielen Videos bereits auf dem Kanal. Schaut doch da mal rein, wenn ihr ein bisschen genauer was noch zu den einzelnen Modi wissen wollt. Ansonsten lasst einen netten Kommentar da, lasst einen Daumen da. Abonniert uns kostenlos, um zukünftig keine weiteren PES-Videos mehr zu verpassen zum neuen Ableger. Ich bedanke mich fürs Reinseppen und sage an dieser Stelle Ciao und Servus, euer Jens von Minga Gaming.